Ja, halbes Herz, ne? Okay, und ich sammle so in aller Ruhe und da kommt das Skelett. Da kommt das Skelett, da kommt das Skelett. Ja, schön, und es trifft mich auch gleich noch wunderbar. Hallo, hallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute steht der Auftakt zum neuen Heroes of Hexit-Projekt an und ich hoffe, dass ich in den zukünftigen Aufnahmen euch ein Let's Play Together präsentieren kann. Jetzt gerade bei der Aufnahme ist es so, dass ich nur ganz alleine aufgenommen habe, deswegen hört ihr jetzt nur mich reden und es ist in dem Fall auch ein Commentary statt einem Let's Play, weil ich nämlich versucht habe, das alles zusammenzuschneiden. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden zusammen gespielt, ganz am Anfang. Danach ist mir auch noch eine Runde von fast 3,5 Stunden verloren gegangen von der Aufnahme her. Also ihr seht schon, das Projekt beginnt quasi genau, wie das letzte geendet hat, ein wenig chaotisch. Und genau das seht ihr jetzt hier auch. Ich habe es nämlich geschafft, am Spawn einen Schritt zu weit zu machen oder einfach nur einen Schritt vorwärts zu gehen. Und jetzt stecke ich wohl mal im Treibsand fest. Ja, das war ja mal sehr geschickt. Ich versuche mich auch noch gerade irgendwie da raushelfen zu lassen oder so, indem ich noch um Hilfe schreibe, aber da werde ich wohl nicht mehr rechtzeitig gefunden, bevor ich wieder mal einen grausigen Tod gestorben bin. Das war jetzt gleich ein interessanter Auftakt zum Projekt, fand ich. Aber es geht nicht genauso weiter, sage ich mal. Es wird sehr, sehr nett, da kann ich euch beruhigen. Und ich werde eben auch in den zukünftigen Teilen dann mit den anderen zusammen reden. Die werden dann auch jetzt gleich herkommen in dem Fall und mit mir zusammen ein bisschen am Anfang hilfreich mir zur Seite stehen, um mich heil zurück zu ihrem Dorf zu bringen. Die beiden anderen haben jetzt auch an dem Tag schon gespielt und haben ganz viele Sachen eigentlich schon gefarmt gehabt an dem Tag am Nachmittag, aber da war ich noch nicht mit dabei und ich hatte insofern, sage ich auch mal, Glück, weil der ganze Fortschritt, den die beiden da erzielt haben, nämlich verschwunden ist, leider. Also da gab es wohl ein Problem mit dem Server, das uns zum Glück seither nicht mehr passiert ist. Da bin ich auch recht froh drum, weil das halt doch manchmal schon recht ärgerlich sein kann, wenn man sich da stundenlang abmüht und was baut und Sachen schon fertig hat und so und plötzlich stellt sich raus, ja, das war es jetzt wieder nicht oder so, jetzt hat es wieder nicht gespeichert, aber ich hoffe, das sind wir jetzt einigermaßen sicher vor solchen Problemen. Das war eben nur ganz am Anfang, am ersten Tag. Und wir haben jetzt hier eben auch beschlossen, dass wir gemeinsam mal versuchen, uns ein neues Dorf aufzubauen oder eben eine kleine Stadt. Und die anderen bringen mich gerade drauf, dass sie ja auch gerade erst meine Videos geguckt haben und mich jetzt eigentlich schon kennen. Ich sie aber nicht. Das hat mich jetzt ein kleines bisschen verwirrt, weil ich nicht so recht wusste, was ich ihnen da drauf sagen soll, weil gerade wenn man sich so schreibt, dann weiß man ja auch nicht, was die anderen so sagen. Ne? Also ob sie das jetzt positiv meinen, wenn sie sagen, ich habe deine Videos gesehen, das kann ja heißen, hey, ich habe deine Videos gesehen, das war voll bitter. Oder ja, genau, jetzt sagen sie auch noch was Positives, da bin ich dann wieder ein bisschen beruhigt. Und wir haben hier noch ein bisschen Spaß mit dem Treibsand, bevor wir uns in unser neues Dorf begeben. Die haben eben schon den Tag über hier gefarmt, deswegen haben sie auch einige Sachen sich jetzt nochmal zurückgeholt, was ich voll okay finde, muss ich sagen. Und wir gehen jetzt aber eben zusammen zurück zu einem Dorf. Auch mit einem Flugstab jetzt schon sogar. Also ich bin gut aufgenommen worden, sozusagen. Eigentlich sollte mir ja jetzt nichts mehr passieren können. Könnte man denken, ne? Wir sind jetzt eigentlich in Sicherheit. Wir sind bei unserem Dorf. Ist ganz putzig mit niedlichen Pinguinen. Und ich habe eine Dia-Rüstung. Und man könnte ja jetzt meinen, ab jetzt läuft's. Da hätte man sich aber geirrt. Wenn man mich kennt, weiß man das vielleicht sogar schon. Weil mir kann so ziemlich alles passieren, sag ich mal. Und es ist auch schon gerade dabei. Ich stehe jetzt hier am Rand einer Schlucht. Ich weiß, wenn ich einen Schritt zurückgehe, ist sie da auch. Und ich stehe aber hier trotzdem und schreibe mit den anderen und freue mich des Lebens. Ja, genau. Schön sozusagen. Sehr geschickt. Habe ich gleich mal einen richtig guten Eindruck nochmal gemacht auf die Jungs. Also die haben sich wahrscheinlich sowieso gedacht, ich bin ganz schön merkwürdig und jetzt auch das noch. Naja gut, kann man halt nichts machen. Muss ich mir die Sachen halt zurückholen. Und ja.
ab jetzt bin ich sozusagen auf mich gestellt und versuche mal einfach nochmal meine Sachen wiederzuholen, die mir wieder abhanden gekommen sind, die mir gerade erst geschenkt wurden. Und dazu werde ich mich jetzt nochmal zurück zu dieser lustigen Schlucht begeben und mir die nochmal genauer angucken. Hier im Dorf sind übrigens jetzt auch noch Dorfbewohner, was ich total nett finde, muss ich sagen. Also ich mag ja Dorfbewohner total gerne. Und deswegen formt sich jetzt gerade schon in meinem Geist ein Plan für später, den ich dann auch durchführen werde. Und zwar versuche ich dann später nämlich eine Mauer um das Dorf zu ziehen, um die lieben kleinen Dorf Bewohner zu beschützen vor den bösen, bösen Monstern. Aber jetzt muss ich erstmal selber irgendwie mich in Gefahr begeben und zu dieser Schlucht zurück. Und da läuft es ja auch noch ganz gut. Und ich denke mir so: Hey, ist ja fast nichts passiert, ist ja brillant. Ja, halbes Herz, ne? Okay, und ich sammle so in aller Ruhe. Und da kommt das Skelett. Da kommt das Skelett. Da kommt das Skelett. Ja, schön. Und es trifft mich auch gleich noch wunderbar. Ja, ist es nicht toll. Und irgendwie habe ich es auch geschafft, dass ich diesmal durch Knopfdruck nicht meine Rüstung anziehen konnte. Ich weiß nicht warum, normalerweise geht das ja. Aber na gut, das hat mich trotzdem noch nicht in absolute Panik versetzt, anders als ja sonst oft, wie ihr sicherlich wisst. Und ich beschließe jetzt, dem Skelett auch nochmal gleich den Rest zu geben, statt dass ich mich einfach nur in Sicherheit bringe, was ja auch gegangen wäre. Habe ich aber in dem Moment vor lauter "Das Skelett hat mir was getan" leider nicht dran gedacht. Insofern, vermutlich wäre es schlauer gewesen, einfach gleich mal hochzufliegen. Genau. Und hier seht ihr jetzt auch so ein bisschen das Dorf von außerhalb, in dem wir uns da einnisten zu Beginn. Ich habe mir noch kein Haus ausgesucht, die anderen jedoch schon. Und ich versuche jetzt einfach mal noch mit den anderen zusammen hier die Nacht zu verbringen. Da kriege ich auch schon einen Schlag von der Seite und ein Bett hingelegt. Und mit diesem Bett beschließe ich doch mal schnell, mich irgendwo in Sicherheit hinzulegen, damit wir die Dorfbewohner auch nicht gefährden und so. Und da ist doch wunderbar ein Häuschen, sehr schön. Und da packe ich mir doch gleich einfach mal das Bett so hin, wie sich das gehört. Macht man ja sogar noch den Schnee sauber. Hätte gar nicht sein müssen, glaube ich. Ich glaube, man kann es auch draufsetzen. In dem Moment war ich aber ein bisschen nervös, gell? So mit lauter neuen Leuten und ich mittendrunter habe mich doch schon zweimal angestellt, wie der allerletzte Mensch, aber. Das kennt ihr ja vielleicht schon von mir. Die anderen kannten es jetzt noch nicht unbedingt so. Ich weiß nicht, wie viele Videos von mir die schon geguckt hatten. Ich habe auf jeden Fall gedacht, na, das war jetzt ein super erster Eindruck, den ich hier hinterlassen habe. Und bin noch ein bisschen nervös deswegen. Wir liegen jetzt mal drin und am nächsten Morgen sind wir dann auch wieder wach. Und da fällt mir auf, oh, guck an. Da lag ja jemand neben mir, weil ich bin nämlich im Haus von dem eigentlich. Er schreibt es jetzt auch gleich nochmal. Hö, du liegst auf meinem Haus. Ha, stimmt eigentlich. Das, ja, okay. Naja, habe ich mich gleich mal als neuer Mitbewohner sozusagen vorgestellt. Gut, denk mir dann auch, schreibe, suche mir vielleicht noch ein eigenes oder so, weil nicht, dass der jetzt denkt, ich will permanent bei ihm einziehen oder so. Das wäre ja vielleicht auch nicht ganz das Netteste, wenn man da neu ist und gleich mal sagt, alles meins, ich hier, du kannst gehen, so ungefähr. Nee, mache ich nicht. Die sind ja, wie gesagt, alle ganz lieb. Und hier seht ihr auch nochmal die neuen schicken Dorfbewohner, die es hier gibt. Die haben auch teilweise ganz lustige Angebote, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel verkaufen die jetzt hier auch Büsche bei Hexe. Das hatte ich auch noch nicht gesehen. Und hier beschließe ich jetzt, hey, eine Schmiede, die muss meins sein. Die gefällt mir auf jeden Fall. Und da lasse ich mich jetzt auch gleich mal nieder, pack mein Bett in die Ecke, baue mir Sachen und beschließe, ich bin jetzt ganz brav und crafte von Anfang an erstmal alles, was ich brauche. Das heißt, ich mache mir jetzt hier mal eine richtige kleine Mine, grab mir einen kleinen Gang, dass ich dann auch eben Steine abbauen kann. Und das ist hier gar nicht so trivial, weil wir sind nämlich in so einem Sch Snow Plains Biom oder Wa Moment, Wasteland, Ice, Ice Wasteland. Ice Wasteland ist es, glaube ich. Und dadurch haben wir nämlich den Nachteil, dass erstmal unter dem
unter den Häusern erstmal nur Schnee ist, wirklich auch. Und damit man den sinnvoll abbauen kann, braucht man ja auch eine Schaufel und so. Deswegen buddel ich mich da mal in aller Ruhe durch und beschließe, ich besorge mir jetzt erstmal Steine. Der Julian ist jetzt auch gegangen. Der heißt auch noch Porno bei uns übrigens, weil wir festgestellt haben, wir haben nämlich noch jemanden im Projekt dann, der auch Julian heißt, deswegen ist Porno jetzt Porno. Also dieser Julian ist Porno. Und genau, wir haben jetzt hier beschlossen, dass wir uns nochmal ins Bett legen über Nacht. Und ich habe aber immer noch nicht den TS gefunden, weil ich der Meinung war, dass ich auf dem Account, mit dem ich aufnehme, keinen TS hätte oder nicht installiert hätte. Hat sich dann im Nachhinein, als ich es machen wollte, als falsch rausgestellt. Aber na gut, in dem Fall habe ich es halt wirklich so gedacht. Nicht, dass ich mich nicht getraut hätte oder so. Ich hätte schon gerne eigentlich sogar lieber vielleicht mit den anderen geredet am Anfang, weil das doch für einen Einstieg gar nicht schlecht ist, um sich auch mal kennenzulernen. Und so, ne? Also man kann da vielleicht auch schüchtern sein und sagen, mag ich nicht mit den anderen reden, aber dann lernt man sie ja auch nicht kennen, sag ich mal, wenn man nur so nebeneinander her spielt. Deswegen fand ich die Folge dann so ein Zwischending. Auch gerade jetzt frage ich wieder, wollt ihr eine Mauer um das Dorf rum haben? Weil ich nämlich eben finde, dass da eine hingehört, wo jetzt auch die armen Dorfbewohner sind, relativ schutzlos ohne die Mauer, vor allem nachts, wenn wir dann schlafen, wenn wir nicht schlafen, sondern irgendwie zum Beispiel unterirdisch buddeln oder so, dann kommen ja die Zombies und so. Aber irgendwie, nachdem die anderen beiden zusammen im TS sind, hat das nicht sofort Gehör gefunden. Also habe ich beschlossen, ich gehe noch eine Runde farmen und habe mich mal auf das neue Leben hier im Dorf eingestellt und mir noch mal ein bisschen eben auch die Dorfbewohner angeguckt und wo man hier was ernten kann. Also es ist wirklich ein Riesendorf und das ist natürlich schon sehr praktisch, muss man sagen, dass man das gleich so in der Nähe vom Spawn auch hat. Da hatten wir ziemliches Glück, finde ich, weil das schon eine gute Möglichkeit ist, am Anfang sich auch schnell aufzubauen. Und ich packe dann eben auch nochmal meine Sachen hier in den Ofen und so. Habe ich den Ofen schon gebaut? Fällt mir gerade auf. Ich erzähle euch Stuss. Nee, ich habe den Ofen, glaube ich, noch nicht aufgestellt. Ich habe jetzt erstmal nur angefangen, hier zu buddeln und ein bisschen mehr Eisen abzutragen und sowas. Und die anderen sind eben auch zugange und bauen hier Sachen ab währenddessen. Die sind natürlich eine Nummer cleverer. Ich habe nicht dran gedacht, natürlich mit dem Flugstab hätte ich da noch einiges machen können, wenn ich den nicht schon so leer gespammt hätte am Anfang. Hätte ich mir nämlich da oben zum Beispiel auch noch Dias holen können. So hatte ich den Eindruck, es ist hier irgendwie eher so, als wäre es wie bei Minecraft Vanilla, dass man halt oben irgendwie hauptsächlich Kohle und Eisen findet und ich glaube ein bisschen Redstone habe ich jetzt auch noch gesehen auf so einer mittleren Höhe, aber an sich gab es da wohl auch schon Dias oberhalb, die sind mir nur bisher entgangen gewesen und die anderen haben sie schnell mal abgebaut, aber ich habe dann auch noch welche von ihnen gekriegt, also so ist es nicht. Die haben sich jetzt nicht nur alles gegriffen und dann mir nichts mehr gelassen oder so, sondern das. Und jetzt werden mir auch noch Schneebälle um die Ohren gefeuert, bevor ich mich hinlege. Das fand ich eigentlich auch noch ganz witzig, war aber doch der Meinung, dass wir gesagt hatten, wir wollen jetzt schlafen. Aber Schneeballschlacht um die Uhrzeit, das kann gefährlich werden. Ich habe es mal lieber nicht weitergemacht. Gut, ab da habe ich dann auch die anderen doch noch mal davon überzeugen können, dass es eine nette Sache wäre, eine Mauer um das Dorf zu haben. Und dafür kriege ich dann jetzt auch von den anderen noch eine Menge Schnee tatsächlich, was mir ziemlich hilft, weil ich nämlich eigentlich finde, dass die Mauer aus den Steinen doch ein bisschen komisch ausgesehen hätte jetzt bei so einem Schneedorf. Und da ist der Schnee, den die anderen zufällig aufgebuddelt haben, bei dem Versuch, das Dorf so ein bisschen auszuschaufeln, sehr, sehr hilfreich tatsächlich. Da kann ich nämlich mit noch einiges machen und mir eben aus den Schneebällen hier wieder Schneeblöcke craften und die dann wieder benutzen, um eben die Mauer anzufangen rund um das Dorf herum. Das ist dann auch das gewesen, was ich jetzt ungefähr noch so eine Stunde lang fleißig gemacht habe. Deswegen kommt jetzt noch mal
einen Schnellvorlauf dann vor allem am Schluss. Bevor der kommt, habe ich nochmal an meinem Haus ein Schildchen angebracht, dass ich hier wohne, damit es jeder weiß, der auch mit dazukommt. Ich habe dann auch noch gleich die Prinzessin kennengelernt, die kam nämlich an dem Tag auch mit auf den Server noch, die war wohl auch schon vorher mit da und die hat dann eben auch ein Häuschen in dem Dorf bezogen, das wir uns hier ausgesucht haben. Und damit sind wir jetzt eigentlich eben sozusagen in unserer neuen Stadt ganz gut dabei, dass wir uns hier aufbauen. Und ihr habt ja schon in der Ferne auch diesen Turm gesehen vielleicht, ich weiß nicht. Da ist auf jeden Fall ein Battle Tower relativ nahe beim Dorf. Und den habe ich mir dann auch gleich noch als nächstes vorgenommen. Davon gibt es aber leider keinen Film mehr, sage ich mal. Den habe ich nämlich dadurch verloren, dass ich da 3,5 Stunden am Stück gespielt habe. Und da ist einfach dadurch die Aufnahme kaputt gegangen, was ich ziemlich, ziemlich bitter fand. Das ist schon schade. Es war ein epischer Kampf, der da getobt hat. So viel kann ich euch sagen. Zwischen mir, vielen Skeletten und mehreren merkwürdigen Spezial-Blazes, die nicht nur eben die normalen Blaze-Fertigkeiten hatten, also Lohn, dass sie einen eben irgendwie so ein bisschen anexplodieren und anzünden mit ihren Bällen, die sie schmeißen, sondern auch noch irgendwelche anderen Spezialfähigkeiten, die ich gar nicht richtig würdigen konnte, weil es meistens so schnell ging, dass ich tot war. Also da kommt schon auch bei den Spawnern ziemlich viel, ziemlich Seltsames bei raus, sage ich mal, wenn man da in der Oberwelt spielt. Und ich bin dann drauf gekommen, also diese Turmerstürmung, die war wirklich leider ziemlich zwecklos, außer dass es epische Kämpfe und Tode auch gab. Deswegen bin ich dann auch zu einigen neuen Grabsteinen nämlich gekommen tatsächlich, weil jetzt am Anfang gab es die irgendwie noch nicht, aber dann später habe ich noch vier weitere Tode, das heißt, ich habe dann davon noch 3 Grabsteine, die werde ich dann in der nächsten Folge auch noch auf den Friedhof aufpflanzen, damit eben quasi meine Tode hier in der Welt auch endlich mal verewigt sind. Ich habe damit bei weitem den höchsten Rekord gesetzt, also ich glaube nicht, dass den bisher überhaupt schon jemand gebrochen hat. Ich glaube, 6-mal gestorben innerhalb der ersten 2-3 Tage, das haben nicht viele geschafft. Oder, ja, nee, ich glaube einfach, es hat keiner geschafft, nur ich. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder rein und seid auch schon auf die anderen gespannt. Die werdet ihr dann live kennenlernen. Im TS sozusagen habe ich dann aufgenommen. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr den Daumen hoch da lasst. Und bis bald. Ciao.